So, guten Morgen. Es ist 9.00 Uhr. Wenn wir in Bern schon langsam sind, dann sind wir wenigstens pünktlich. Ich begrüße Sie herzlich an der diesjährigen IT-Beschaffungskonferenz. Es kommen noch einzelne Teilnehmer, nehmen noch Platz. Das ist gut, dann kann ich noch ein bisschen Smalltalk machen. Freut mich sehr, Sie hier an der Uni in dieser Aula begrüßen zu dürfen. Es ist die vierte IT-Beschaffungskonferenz bereits und von dem her doch schon fast ein kleines Jubiläum. Nächstes Jahr dann. Mein Name ist Matthias Stürmer. Ich bin Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit an der Institut Wirtschaftsinformatik der Uni Bern und darf Sie da begrüßen. Zuerst ein paar administrative Dinge. Sie haben gesehen, die, die Twitter benutzen, es gibt einen Hashtag, der nennt sich IT-Beschaffung. Dann können Sie schauen, was da zwischen den Zeilen gezwitschert wird. Zweitens, wir werden fotografieren an diesem Anlass, wie Sie sehen. Und falls Sie mit dem nicht zufrieden sind, können Sie das mir mitteilen und dann werden wir schauen, dass wir Ihren Kopf da entsprechend zensieren. Ja, genau. Das kann ja Google heutzutage. Und drittens, wir haben Folien, den ganzen Tag, sehr viele Folien. Und die werden wir heute Abend aufschalten. Also sie sollten heute Abend eigentlich online auch verfügbar sein. Von dem her müssen Sie sich nicht alles aufschreiben, was da steht. Und außerdem, Videos machen wir aus den Plenumsvorträgen und von einzelnen Fachsessionen. Die werden dann in den nächsten Wochen aufgeschaltet und können Sie dann nochmal in Ruhe alles anschauen. Gut, und dann nochmals eine kleine Mitteilung, bevor wir loslegen. Es gibt ein Buch. Wir haben ein interessantes Buch, das nennt sich Beschaffung von Informatikmitteln von Josef Schreiber. Der Autor ist auch hier. Wo sind Sie, Herr Schreiber? Da, genau. Und das ist dieses Jahr in einer neuen Auflage erschienen. Es geht genau um dieses Thema IT-Beschaffung und deshalb haben wir einen kleinen Spezialdeal für Sie arrangiert. Heute nur 50 Franken anstatt 64 Franken. Das können Sie auf den Gängen beschaffen, einkaufen. Gut, und jetzt habe ich mir erlaubt, bevor wir inhaltlich mit dem Programm loslegen, möchte ich noch mal ganz kurz eine Einführung machen, weshalb gibt es überhaupt diese IT-Beschaffungskonferenz? Weil vielleicht sind nicht alle von Anfang an da dabei gewesen und es ist vielleicht noch interessant, da etwas in die Vergangenheit zu blicken. Sie mögen sich vielleicht erinnern, das war 2009, gab es mal eine Beschwerde gegen die Bundesverwaltung. Open-Source-Dienstleister waren nicht einverstanden, dass der Bund einen 42-Millionen-Auftrag ohne Ausschreibung an Microsoft gibt. Da mussten wir etwas intervenieren, es gab einen langen Gerichtsprozess und bis vor Bundesgericht, das wurde dann abgeschmettert. Open-Source-Dienstleister können nicht Microsoft offerieren, deshalb sind sie nicht legitimiert, Beschwerde einzureichen. Und wir haben dann aber das Kriegsbeil begraben, haben mit dem ISB und mit dem BBL Frieden geschlossen und haben diese IT-Beschaffungskonferenz gegründet. Es gibt auch noch einen zweiten Ursprung dieser IT-Beschaffungskonferenz, das ist die ganze Thematik der agilen Beschaffung. Da geht es darum, dass man eben dieses starre IT-Beschaffungswesen etwas agiler macht, etwas flexibler macht, eigentlich diese Handlungsspielräume nutzt, die es gibt. Und da kam Swiss ICT, Reto Maduz, auf uns zu und da gab es diese Strömung, die dann auch entsprechend Einzug hielt. Wo stehen wir heute? Heute, Open Source, gibt es etwas, ein gewisses Resultat. Es gibt eine sogenannte SIK-Checkliste, wie man Open Source Software beschaffen kann, optimal. Die können Sie seit heute runterladen auf opensource.ch. Wenn Sie als Behörde Open Source Dienstleister zulassen möchten, können Sie sich da mal informieren. Was gibt es da? Und es gibt auch neu ein Merkblatt der Beschaffungskonferenz des Bundes, ein Merkblatt, das nennt sich Softwareausschreibungen, Sicherstellung eines breiten Wettbewerbs, von dem her auch da ist vor allem für die Behörden auf Bundesebene sicher wichtig zu wissen, was da steht. Dieses Blatt gibt es momentan im Intranet des Bundes von der BKW und bald auch im September voraussichtlich übersetzt in allen Landessprachen, wahrscheinlich außer Rätoromanisch, gibt es dann das auch
auf der Website öffentlich. Und bei Agil, wo stehen wir da heute? Da gibt es einen Leitfaden, es gibt Unterlagen, es gibt sehr viele Best Practices, viel Erfahrung auch in diesem Bereich. Und da können Sie entsprechend auf der Website von Swissicity sich informieren und vor allem heute Nachmittag in der Fachsession daran teilnehmen. Wie geht es weiter in der Zukunft? Ich kann von uns im Bereich der Herstellerabhängigkeiten ganz kurz einen Ausblick geben. Wir sind daran, eine Studie, eine Untersuchung zu machen. Wie verhält es sich mit den freihändigen Vergaben, insbesondere im IT-Bereich? Da haben wir die Daten von CIMAP analysiert, haben definiert, was heißt ICT, und dann mal geschaut, wie viele Zuschläge gibt es insgesamt, etwas rund 25.000. Wie viele ICT-Zuschläge gibt es? Etwa 3.200. Und daneben, was ist der Anteil der Freihänder? Und es gibt interessante Zahlen. Man sieht schon ein bisschen, wenn man schaut, eben von den 25.000 sind ein großer Teil sind offene Verfahren ohne ICT, Bauverfahren, Straßenbau und so weiter. Und daneben ein gewisser Teil freihändige Verfahren ohne ICT. Ein gewisser Teil ist dann eben freihändige Verfahren in ICT oder eben dann offenen Verfahren. Und wenn man das jetzt auf die Langzeit runterbricht, sieht man, durchschnittlich gibt es rund 15% der Nicht-ICT-Zuschläge sind freihändig. Und bei den ICT-Bereichen sind wir auf etwa 43%. Ein gewisser Unterschied, ich denke, der ist signifikant, dass man sieht, eben ICT-Freihänder sind sehr viel üblicher in unserer Branche als jetzt in anderen Branchen. Und das ist so ein bisschen der Ausblick. Und von dem her, denke ich, haben wir auch wieder nächstes Jahr dann ein Thema. Dieses Jahr haben wir das Thema Beschaffung und Steuerung von komplexen Informatikprojekten. Dazu darf ich jetzt dann gleich Professor Dr. Peter Rohner nach vorne bitten. Er ist aus St. Gallen extra angereist von der Konkurrenz der Uni St. Gallen. Aber natürlich nicht Konkurrenz, wir sind Forschungspartner in dem Sinn. Und wird uns einen Einblick geben, wie in der Verwaltung, insbesondere in der Bundesverwaltung, mit diesen großen IT-Projekten umgegangen wird.